Der Zweite Weltkrieg hat der Welt große militärische Führer, hervorragende Offiziere und Soldaten beschert, die sich in Schlachten für ihr Heimatland ausgezeichnet haben. Einer der berühmtesten deutschen Militärführer war Erich von Manstein. Er war der informelle Führer des deutschen Generalstabs. Er war es, der den Grundgedanken des Plans zur Invasion Frankreichs vorbrachte. Er diente Hitler bis 1944 treu, als er aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Führer entlassen wurde. Historiker stellen fest, dass sich Manstein im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen manchmal eine eigene Meinung erlaubte. So billigte er zum Beispiel Massengräueltaten in den von seinen Truppen besetzten Gebieten nicht und beteiligte sich nicht daran, ergriff aber auch keine Maßnahmen, um solche Aktionen zu unterbinden. Im Laufe der Zeit änderte er seinen Standpunkt in der Judenfrage von neutral zu intolerant. Erich von Lewinsky wurde am 24. November 1887 in der Familie des preußischen Generals Eduard von Lewinsky geboren. Nach dem Tod seines Vaters wurde er von einer anderen Familie adoptiert. Später nahm Erich den Nachnamen seines Stiefvaters Georg von Manstein an. In den frühen 1900er Jahren besuchte er eine Kadettenschule, dann eine Militärschule. Nach dem Abschluss wurde Erich dem Infanterie-Garderegiment zugeteilt, wo er den Rang eines Leutnants erreichte. Den Beginn des Ersten Weltkriegs erlebte er in Belgien, wohin er von seinem Kommando geschickt wurde. Einige Wochen später wurde das Regiment nach Preußen verlegt, wo Erich unter das Kommando von General Paul von Hindenburg kam. Manstein kämpfte tapfer, wurde schwer verwundet, verbrachte aber nur eine relativ kurze Zeit im Krankenhaus, etwa 6 Monate, und kehrte dann an die Front zurück. 1916 nahm Erich an der Schlacht von Verdun teil. Hier wurde Manstein erneut verwundet und kam zur Genesung ins Lazarett. Nach der Schlacht von Verdun wurde er zum Operationschef der 4. Kavalleriedivision ernannt. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurde er mit dem Eisernen Kreuz 2. und 1. Grades sowie mit dem preußischen Ritterkreuz mit Schwertern ausgezeichnet. Mansteins militärische Karriere verlief schleppend. 1915 wurde er zum Hauptmann befördert, stieg aber erst 13 Jahre später zum Major auf. Dennoch gehörte er zu denjenigen, die aus der riesigen kaiserlichen Armee in die Reihen der relativ kleinen Armee der Weimarer Republik aufgenommen wurden. Tausende von Offizieren mit adligen Wurzeln mussten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs den Traum von einer weiteren Karriere aufgeben. 1932 wurde Manstein Oberstleutnant und befehligte für kurze Zeit ein Jägerbataillon. Kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Manstein zum Oberst befördert und zum Chef des Generalstabs der Wehrmacht ernannt. Dies war die Zeit des Aufbaus der deutschen Panzertruppen und zusammen mit Generaloberst Guderian tat Manstein alles in seiner Macht Stehende, um zu ihrer erfolgreichen Entwicklung beizutragen. Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebte er im Rang eines Generalleutnants und wurde zum Chef des Stabes der Heeresgruppe Süd ernannt. Aufgrund seiner Erfolge bei der Besetzung Polens und der Führung der Kriegsanstrengungen wurde Manstein mit der Ausarbeitung eines Plans zur Eroberung Frankreichs beauftragt. Zunächst wurde sein Plan, in Frankreich einzumarschieren, abgelehnt. Die anderen deutschen Generäle beschlossen, mehrere Angriffe in verschiedene Richtungen zu starten. Erich war der Meinung, dass es richtiger wäre, einen einzigen, aber starken Schlag zu führen. Die Generäle waren mit dieser Idee nicht einverstanden und Manstein wurde zum Feldkommando versetzt. Er wurde jedoch bald zurückgerufen, um Hitler über die ausgearbeiteten Pläne zu informieren. Erich konnte sich durchsetzen und seine Strategie der Invasion Frankreichs wurde akzeptiert. Infolgedessen fiel Frankreich schließlich unter dem deutschen Ansturm. Folgerichtig folgte die Beförderung zum General der Infanterie und die Verleihung des Ritterkreuzes an Manstein. Nun hing seine Beförderung allein vom Erfolg der Feldzüge Hitlers ab. Anders als Generalfeldmarschall Walter von Reichenau ist Manstein kein überzeugter Nationalsozialist. Aber er hatte auch keine anderen Überzeugungen, die es ihm ermöglicht hätten, die Verbrecherhaftigkeit der Befehle der obersten politischen Führung Deutschlands zu erkennen. Manstein begann den Krieg gegen die Sowjetunion als Kommandeur des 56. Motorisierten Korps im Rahmen der Heeresgruppe Nord, die in die baltischen Staaten eindrang. In der ersten Kriegswoche durchbrach das Korps die Verteidigungsanlagen der Nordwestfront und erreichte nach rund 200 Kilometern die strategisch wichtige Brücke über die westliche Dwina bei Daugavpilsa.
Im Sommer 1942 gelang es Manstein unter enormen menschlichen und materiellen Verlusten, die sowjetische Festung Sewastopol einzunehmen. Da die Schlacht um diesen Hafen auf der Krim laut Goebbels entscheidend war, wurde Manstein zum Feldmarschall befördert. Er wurde neben Erwin Rommel und Heinz Guderian zum beliebtesten Mann der gesamten Wehrmacht. Doch die militärischen Erfolge gerieten allmählich in Vergessenheit. Nach dem sowjetischen Sieg in der Schlacht von Stalingrad wurde Manstein an der Spitze der Heeresgruppe Don mit der Organisation einer Gegenoffensive beauftragt. Dieser Plan scheiterte jedoch aufgrund schlechter Wetterbedingungen, unzureichender materieller Unterstützung und möglicherweise aufgrund der Einmischung Hitlers. Außerdem gelang es Manstein nicht, Friedrich Paulus aus dem Kessel von Stalingrad zu befreien. Von Februar 1943 bis März 1944 befehligte Erich von Manstein die Heeresgruppe Süd. Im März 1943 schlug er den sowjetischen Angriff auf Charkow zurück, wofür er mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet wurde. Im Frühjahr 1944 erlitt er eine schwere Niederlage an der Korsun-Schewtschenkowski-Ausbuchtung. Seine mächtige Gruppe deutscher Truppen, auf die Manstein seine Hoffnungen für einen Gegenangriff gesetzt hatte, wurde umzingelt. Entgegen dem Befehl Hitlers befahl Manstein den Rückzug, woraufhin etwa die Hälfte der Truppen aus der Umzingelung ausbrach. Am 30. März 1944 wurde Erich von Manstein von seinem Posten entlassen und in die Reserve versetzt. Im Mai 1945 wurde Manstein von britischen Truppen verhaftet und in ein Lager in Lunberg gebracht. Im Herbst 1946 wurde er in ein Speziallager im Vereinigten Königreich verlegt. Im Jahr 1949 wurde Manstein als Kriegsverbrecher zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Zerstörung von Eigentum in den von ihm hinterlassenen Gebieten war einer der Anklagepunkte, aber der Hauptvorwurf lautete, dass er es versäumt hatte, in den von ihm geführten Kämpfen Opfer unter der Zivilbevölkerung zu verhindern. Der Vorwurf der Beihilfe zur Vernichtung von Juden in den besetzten Gebieten oder der Organisation dieser Vernichtung wurde gegen Manstein fallen gelassen. Im Jahr 1953 wurde er aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassen. Nach seiner Entlassung lud Bundeskanzler Konrad Adenauer Manstein ein, als freiberuflicher Berater für Verteidigungsfragen die Organisation der Bundeswehr und die Entwicklung der deutschen Militärdoktrin tätig zu werden. Im Jahr 1955 veröffentlichte er das Buch »Verlorene Siege«. In diesem Buch legte Manstein seine Ansichten zum Zweiten Weltkrieg dar, insbesondere zu den militärischen Aktionen an der Ostfront. Erich Manstein kritisierte Hitlers strategische Fehler und Entscheidungen, die seiner Meinung nach zu den deutschen Niederlagen führten. Manstein vertrat die Ansicht, dass Deutschland den Krieg hätte gewinnen können, wenn es seine Ressourcen und strategischen Fähigkeiten richtig eingesetzt hätte. Das Buch hat jedoch gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige sehen es als Mansteins Versuch, seine Rolle im Krieg zu rechtfertigen und seine Schuld zu lindern, insbesondere im Hinblick auf die Verbrechen des Nazi-Regimes. Andere sehen darin eine wertvolle historische Quelle, die die Perspektive einer militärischen Persönlichkeit auf die Ereignisse des Krieges wiedergibt. Erich von Manstein verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Bayern, wo er am 10. Juni 1973 an einem Schlaganfall starb.